Hallo zusammen. Ich muss zu dem Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ein paar erläuternde Worte sagen. Das war eine Falschinformation, wie ich herausgefunden habe. Das, wovon der Bauch hier gleich erzählt, ist nicht aufgrund der Videos passiert, sondern aufgrund eines Textes in einem anderen Forum. Das hatte nichts mit den Videos zu tun. Weil dieser Text in dem Forum, der war wirklich missverständlich, aber das, was wir machen, das ist eigentlich nicht so missverständlich. Und ich habe halt mit dem Menschen aus dem Umkreis dieses Mädchens persönlich gesprochen und das Feedback bekommen, dass es nichts mit den Videos zu tun hat. Dennoch zeige ich euch das Video, was wir, bevor wir das wussten, aufgenommen haben. Trotzdem unzensiert, logisch, weil es ist trotzdem schön geworden. Und das, was Bauchi sagt, stimmt dennoch, ne? Alles klar, viel Vergnügen. Okay. Ich möchte die Gelegenheit hier gerade nutzen, auf was einzugehen, was eben passiert ist. Und zwar hat der Eike mich angerufen und mich davon in Kenntnis gesetzt, dass wohl vorgestern eine Freundin von ihm sich umbringen wollte und halt auch einen Selbstmordversuch getätigt hat. Also aber jetzt nicht nur in dem Rahmen, wie wir das hier machen, dass wir unsere Persönlichkeiten sterben lassen und töten, sondern halt eben einen physischen Selbstmordversuch hat und das halt eben wohl auch als einen Grund dafür genannt hat, dass sie unsere Videos gesehen hat. Ich bin bei weitem nicht so erschüttert darüber, wie ich es erwartet hätte, wenn mir sowas passieren sollte, dass jemand quasi auf meine Videos hin anfängt, sich umzubringen. Und möchte an der Stelle einfach nochmal darauf hinweisen, dass jeder das Recht hat, sich selber zu überlegen, was er mit seinem Leben macht. Auch ein Selbstmord ist in gewisser Hinsicht manchmal einfach der nötige Schritt, um weiterzukommen. So, und da ich nun mal eben auch weiß, dass ich mittlerweile bei weitem nicht mehr der Einzige bin, der sich als unsterbliche Seele und alle um uns herum auch als unsterbliche Seelen wahrnimmt, möchte ich euch hiermit bitten, gebt euch selbst und euren Körpern noch eine Chance, bringt euch nicht physisch um, aber überlegt euch, was ihr mit euren Persönlichkeiten und auch mit euren Egos macht. Das kann man nicht nur mit der juristischen Person machen, ich bin darauf hingewiesen worden, dass es nicht juristisch, Claudia hat gesagt, fragt die Claudia, was es richtig damit auf sich hat, Claudia. Das kann man halt eben auch mit seinem Ego machen. Einfach mal ein neues Leben anfangen und das Alte einfach mal zurücklassen und das halt rituell und bewusst machen. Und das ist das, was wir mit unseren Selbstmorden gerade machen. Und hier ist schon direkt die Nächste dabei. Alle Spuren ihrer ehemaligen Identität einfach mal gerade ganz bewusst in Rauch aufzulösen und sich damit Freiraum und die Möglichkeit zu schaffen, sich ab hier und jetzt mal neu zu definieren. Also letztendlich hat jeder jeden Tag die Möglichkeit, sich neu zu definieren. Aber reicht, wenn man mal erstmal für den Anfang damit einfach mal anfängt und sich auch ruhig jetzt ein bisschen Zeit nimmt, um sich einen neuen Namen auszusuchen, mit dem man sich wirklich auch identifizieren kann und dann die Person zu sein, die man auch sein möchte und nicht die man in die man irgendwie reingeboren wird und ja, dieses Spiel letztendlich dann so ernst nimmt. Eigentlich ist es nur ein Spiel, als Kinder wissen wir sowas auch noch, da spielen wir wären Piraten oder Indianer oder Feuerwehrmänner. Und wir können aber aus dem Spiel dann irgendwann noch raus, weil wir wissen, dass es ein Spiel ist. Als Erwachsene vergessen wir das, dass die Personen, die wir sind, auch nur eingebildete Persönlichkeiten sind, die man auch wieder ablegen kann und durch was anderes ersetzen. Jederzeit. Als Kinder konnten wir das jederzeit. Guckt euch die Kinder an.
dann seht ihr, dass die das auch können. Und was können, wir können uns das einfach wiederholen. Wir müssen das einfach nur wieder machen. Wir müssen es einfach nur nutzen. Und da lasse ich mir einfach von keinem sagen, ich wäre einfach nur irre oder wahnsinnig oder würde Schwachsinn reden. Lohnt sich da einfach mal ein Weilchen drüber nachzudenken. Und wir denken da schon ein Weilchen drüber nach. So ein paar Jahre sind wir mit so ein paar Sachen beschäftigt. Ne? Und wir wissen sehr gut, warum wir das gerade machen. Dankeschön. Lass los. Das brennt ewig durch bis zum Ende. Sagen, alte Identitäten stinken ganz schön. Ja. Jetzt mal ehrlich. Ich hab nichts da. Ich habe gefühlt Wochen nicht einkaufen. Wir müssen ja morgen auf den Schulbrot gehen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal zu den Strafern leider. Hast du dich lustig über mich? Ja, aber das war hier ein Wunder.